Ich grüße euch alle mit einer wunderbaren Botschaft der Engel. Viele Menschen trauen sich einfach nicht zu. Warum eigentlich? Sie trauen sich nicht zu, heiter zu sein, wenn sie es wollen. Weil es vielleicht in dem Moment nicht der richtige Zeitpunkt ist. Oder mit eigener Zuversicht neuen Lebensmut zu machen, düsteren Alltag zu tragen. Auch nicht, dass wir ein Glück, ja großes Glück für andere Menschen sein können. Genau deshalb ist die Welt so, wie sie ist. Aber nicht deshalb, weil eventuell der Mensch nicht besser ist als die Welt. Die Engel haben sich zur Aufgabe gemacht, die Menschen daran zu erinnern, welch große göttliche Güte, Weisheit und Stärke sie haben. Mit unserem Sternzeichen begleitet uns alle unser persönlicher Engel, der uns den richtigen Weg zeigt und führt. Wir erhalten seine Botschaft. Wir müssen sie nur hören. Hört nun die Botschaften für jedes einzelne Sternzeichen eures Engels. Das Sternzeichen Widder begleitet der Engel Marchidiel. Sage auch einmal Nein. Daran zerbricht keine Freundschaft und Partnerschaft. Für den Stier, sagt Engel Asmodel, schenke auch dir einmal Zeit und sei dankbar dafür. Für die Zwillinge, sagt Engel Ambriel, gib dir die Freiheit, das zu tun, was du willst. Dem Sternzeichen Krebs sagt der Engel Muriel, eine Freundschaft kann nur mit absoluter Wahrheit bestehen. Für den Löwen vom Engel Ferchiel, sogar nur ein einziges Licht kann dir Wärme geben. Für die Jungfrau rät Engel Hamaliel, bleibe dir selbst treu und laufe den anderen nicht nach. Das Sternzeichen Waage vom Engel Uriel, er sagt, wer deine Sorgen mit dir teilt, kann auch das Glück mit dir teilen. Für den Skorpion Engel Barbiel, du fühlst dich reich und beschenkt, wenn du das Glück für andere bist. Aufforderung für den Schützen vom Engel Adnachiel. Traue dir zu, die Welt zu verbessern. Die bessere Welt fängt bei den Menschen an. Für den Steinbock, Erzengel Hanael, spüre die Liebe, die dich umgibt und nimm sie bedingungslos an. Dem Wassermann sagt Engel Gabriel, du bist dankbar und das erfüllt dein Herz mit Liebe. Das ist das größte Gut. Halte es fest. Und zu allerletzt die Fische. Engel Barchiel mahnt, nimm die Stille in dir auf und genieße sie, denn der Lärm ist für dich zu einer seelischen Belastung geworden. So, meine Lieben, das waren für heute die Botschaften eurer persönlichen Engel, die täglich und zu jeder Stunde an eurer Seite sind und euch begleiten. Ab dem Monat April werde ich euch für jedes einzelne Sternzeichen betreffend für den Monat eine Botschaft von eurem Engel
übermitteln. Also, hört euch das an. In Liebe, eure Deria.